Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Ja, wir machen so ein paar Minuteman-Quests, oder, ne? Minuteman ist das, glaube ich, ne? Wo wir den neuen Leuten in den Siedlungen helfen. Sonst musst du am Ende noch echt fragwürdige Sachen essen. Ja. Richtig. Und wir wollen den Leuten bei Nordhagen Beach helfen. Können wir noch nicht hin. Ist der Flughafen dann näher? Ich glaube, ich nehme trotzdem Fort Storm. Beim Flughafen ist, glaube ich, die Luftlinie näher, aber nicht der Weg. In Fort Storm, da ist ja nur noch die Insel und da ist ja nichts. So, seht ihr keine? Supermutanten mehr haben wir ausgelöscht. Perfekt. Ich finde das immer, das ist immer so zwiegespalten, wie ich das finde, ob da Gegner in Bereichen neu spawnen sollen oder nicht. Auf der einen Seite ist es natürlich realistisch, wenn, ich sag mal, das größtenteils nicht stattfindet, dass die neu spawnen, weil die sind ja tot. Ne? Ja, das war gut. Auf der anderen Seite will man natürlich immer wieder Gegner haben. In Gothic oder Risen denke ich mir das dann zum Beispiel immer. So hält man sich unerwünschte Gäste auch vom Leib. Wie? Zeugen. US Army Fort Strong. Aber man will halt auch immer wieder Gegner haben. Und wenn irgendwann die Welt leer ist, ist natürlich auch blöd. Es ist ganz schwer zu sagen, was ich da besser finde. Gegner Neuspawn oder Gegner. Ja. Tote tot lassen. Ist hier irgendetwas? Das sieht so komisch aus hier. Aber ist wahrscheinlich gar nichts. So. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der bessere Weg ist. So nah bei Fort Strong wohnen Menschen? Ich bin erstaunt, muss ich gerade mal sagen. Weil das Ding ist ja voll mit Supermutanten und Atomwaffen und naja. Das ist jetzt nicht ungefährlich. Und das ist ja der Weg von denen, der einzige. Haben die Minutemen dich geschickt? Ja. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Sie drohen uns mit dem Schlimmsten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Die ist voll schön. Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Keine Ahnung. Dieses Mal waren es drei. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Ja, machen wir. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Jo. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Ja. Na ja, genau. Weißt du, die machen sich um Raider, so, um so ein paar Raider Sorgen. Und ja, weil ich habe den halt auch mal einfach mal gerade die ganze Ernte geraubt, aber das stört die nicht. Das ist wohl nicht so schlimm. Was ist das denn? Iron Man geht in Führung, aber Peace und Chuck ist direkt dahinter. Aber was ist das? Du vergessen Boston Blaster, der hat das schon mal gerissen. Wer? Ein ziemlich heftiges Rennen. Was? Ja, da frage ich mich auch. Also das ist doch mal lustig. Ein toller Abend für ein Rennen. Was, Jungs? Was zur Hölle ist das? Er ist im Lager. Hol die Bots. Lass sie los. Alter, Rusty? Bob ist dein Onkel? Atomic Dreams? Eine Maria, heilige Gottheit.
Ja, mein Tod steht für, kurz bevor, will ich mal fast behaupten. Da. Wer rechnet denn mit sowas? Alter. Warum übertreiben die denn so? So, jetzt wäre das geil. Auf das Haus kann ich nicht. Wenn ich irgendwo eine erhöhte Sicht hätte. Ein toller Abend für ein Rennen. Was, Jungs? Ja, die sind auch krank. Einmal ist lustig, aber... Tritt im Zweikampf gegen Einrechner an. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und hier kommen sie. Ja. Atomic Dreams ist immer noch am Ball. Wo sind wir denn hier? Bob's Jungs. Verdammt, was ist denn jetzt? Tja. Was ist die große Frage? Schaltet ihn aus, Jungs! Nö. Hey, du hältst das Rennen auf! Nö. Ach ja. Wer zum Teufel ist das? Keine Ahnung. Ein Unbekannter. Mit einem Scharfschützengewehr. Ja, anscheinend nicht zielen kann. Erledigt ihn endlich! Yo. Danke, dass du mir Anweisungen gibst, aber ich krieg das auch so hin. Ach, scheiße. Ach, das macht RP. Ach, guck mal. Ich sehe keine Gegner. Doch da. Komm schon. Da ist doch nicht mehr viel übrig. Scheiße. So. Huch. Funktioniert nicht. Was haben wir da? Die machen hier Roboterrennen. Finde ich lustig. Nein. Oh. Da brauche ich viel Munition, aber viele Schüsse, viele Treffer. Jetzt muss die wieder übertreiben, die Frau. Ich dachte, du wärst tot. Na. Also gut zu wissen, dass das AP fürs Atmen da ist. Keine Ahnung. Ich bin weg. So sind anscheinend nicht mehr viele. Ich habe schon eine Menge dezimiert, scheint so. Hoffentlich hast du dein Testament gemacht. Na, hallo. Ach, scheiß drauf. Wo kommt das denn her? Tja. Habt immer die Dächer im Sicht. Oh, ich werde dich schon finden. Echt? Das glaube ich nicht. Oh, die sind da noch irgendwo. Pass auf. Feind in der Zone. Also viele sind hier nicht mehr. Ist da noch einer? War's das? Sind sie weg? Nein. Nein. Ach komm schon. Hör auf, dich zu verstecken. Wir sind nett zu dir. Versprochen. Genau. Ihr seid bestimmt ganz nett. Wieso macht ihr denn keine Atemgeräusche mehr? Feindliche Präsenz noch immer erkannt. Einsatzgebiet nicht sicher. Na. Das mit dem Atmen ist ein bisschen schlimm.
Ja, ja. Eifriger Ernie. Das ist eh der beste Name von allen. Einer Schisser. Hast du zu viel Angst? Probiere mal was. Also das ist nicht das, was ich eigentlich probieren will. Ah. Das hat nicht so viel gebracht. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ach echt? Jede Sekunde, die du dich versteckst, werde ich nur wütender. So. Komm schon, wir müssen das nicht tun. Doch. Müssen wir. Der eifrige Ernie ist gleich tot. Ja, komm. Ja, komm. Bist du noch immer da? Das ist irgendwie verdeckt oder so. Scheiße. Verschwunden. Nein, das ist nicht verschwunden. So. Du willst schon gehen? Ich hatte gerade angefangen, dich zu bewundern. Oh, hi. Na. Na. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Wie Gebrüll, wenig Gehirn, was? Ja. Ach, komm schon. Ja. Viele sind da nicht mehr. So, Piper. Es geht runter. Wie komme ich hier hoch? Erstmal Schloss knacken. Wenn nichts ist, einfach das Schloss knacken. Na toll. So. Schön. Danke. Du bist sowas von tot. Nein. Oh oh. Huch, ich dachte gerade, wäre ein ganzes Haus eingestürzt. Das wäre dann mal gewesen. Zerstörbare Umgebung in Fallout. Eigentlich müssen wir uns um das richtige Looten erst später kümmern, weil das noch zu gefährlich hier ist. Erstmal der Bow. Dann haben wir einen weniger. Platzt gleich. Habe ich das Gefühl. Ich kann nicht. Ich habe keine AP. Piper? Wo bist du? So, man soll doch irgendwie auf die Beine oder so. War da nicht was? So. Ein kritischer. Ja. Ja, nice. Buggelsammlung. Aha, aha. Ja, na, komm.
So. Clubhouse Terminal machen wir gleich. Oh, nice. Aber wo ist der Typ? Huch. Wo sind Sie hin? Na, ich frage mich, wie komme ich hier hoch? Ich meine, das geht auch, aber... Todesschützen. Stimmt, das sind Schützen, die gleich tot sind. Deswegen heißen die Todesschützen. Das ergibt natürlich deutlichen Sinn. So, ja, doch mal gerade kurz schießen, ne? Danke. So, jetzt ist aber Loot-Zeit. It's looting time. Ich sehe schon wieder tolle Sachen hier. Bierflaschen. Hier, Kaffeetassen nehme ich mal mit wegen Keramik. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir haben da so ein bisschen... Ja, ich sag mal, Mangel. So, Kamera. Ist doch keiner mehr. Oh Mann. Ein Billet Queen. So, was haben wir da? Ein Eichhörnchen, ne? Nö. Nee, nee, nee. Aha. Eine Kaffeetasse. Das Ding wollte ich da haben. Aluminium-Speiseöl. Geil. Eine Coca-Cola, ein Tischventilator, Cafeteria-Tabletts. Noch eine Aluminiumdose. Oh, das ist ein richtiges Paradies hier gerade. Das ist ein richtiges Paradies. Das ist ein Plastikteller. Kronkorken vor Ort. Guck mal. Bleistifte. Automatikpistolen. Geld. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Jetzt hier hochzukommen, ne? Aha, ich verstehe, okay. Ich glaube, ich verstehe auch, welche Möglichkeit es gibt. Und zwar kommt das alles ja nur. Richtig. Absolut richtig. Das haben wir abgeschlossen, den Teil hier. Was ist hier so? Das ist definitiv eine Geschichte. Interessant. Notiz des Schlägers. Also Boss, ich habe alles getan, was ich konnte. Diese alte Blechbüchse kann nicht laufen. Bei dem Zustand können wir von Glück reden, wenn das Ding überhaupt gehen kann. Du brauchst noch einen Rennfahrer, dann brauche ich noch einen Bot. Ja, geil. Die haben wir jetzt tatsächlich, Roboterrennen gemacht. Finde ich lustig. So. So, das lohnt sich auf jeden Fall. Nice.
Ein Ventilator, ein Verschrauber, ein Ölkanister. Hier ist nix. Ein Werkzeugkasten. Boah, das ist ein richtiges Looter-Paradies, muss man ja einfach mal gerade sagen. Ich habe ein Level Up. Was? Ein Roboter-Steuerungsterminal? Was ist das denn für ein Bildschirm? Words, okay. Science geht also nicht. Witch. Okay, es ist nicht das I an dritter Stelle. Weeks. Okay, ich brauche Klammern. Uiuiui. Also, Weeks hat 2 Treffer. Kein I an dritter Stelle. Which? Nope. Cases? Nope. Below? Nope. Bases? Sealed? Cool. Das war irgendwie das Einzige, was mir noch in den Sinn kam. Mit Rennen fahren, verbinden, Notstopp aktivieren, Abschaltung aller Roboter deaktiviert. Okay, Route ändern. Das können wir dann theoretisch einstellen. Aha. Zielparameter ändern. Okay, Reserve-Roboter aktivieren. Kampfsperren deaktivieren. Roboter greifen in ihre... Aha. Das wollte ich nicht. Notfall Selbstzerstörung aktivieren. Joa. Und drinnen ist Müll. Maria! Was ist denn jetzt los? Übertreibt's einfach. Ihr habt das ganze Ding hier alles hochgejagt gerade. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nice. Ist auch hier wieder ein Mikroskop, ein Didaktol. Munition, Medic. Medics. Medic ist was anderes. Das ganze Ding alles zerfetzt. Nee, das ist nur Kaffee. Was? Ach, ein Brettspiel. Munition. Okay. Was für ein Haufen Schrott. War ich hier schon mal? Jo. Ich glaube, ich war hier schon mal. Ein benutzter Ölkanister. Eine Bügelsäge. Aha. Und hier kommt man da hoch. Das ist gut. Ein Bleistift, den will ich haben. Nehme ich halt das Kernwertraum auch mit. So, da ist der tote Schlüssel. Schlüssel des eifrigen Ernies. Notiz des Partners. Joa. Mitnehmen. Braxo Putzmittel. Der hat keinen Kopf mehr. Bingo. Schlossknack ist dauert einfacher. Sehr gut. Was macht das Master-Steuerungsterminal? Roboter-Steuerung.
Fehler, kritische. Achso, stimmt. Da war ja was. Konnte ich ja nichts ahnen, dass bei einer Selbstzerstörung alles so extrem Boom macht. So, hier haben wir auch alles mitgenommen. Das sowieso. Terpentin. Ein Werkstattterminal. Robotersteuerung ist kaputt. Deaktivieren wir noch die Geschütztürme zur Vorsicht. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Ah, ne, doch nicht. Ein paar Wachen waren da noch. Oh, ich habe zu viel mitgenommen. Ein Toaster. Brauche ich nicht. Küchenwaage. Sowas brauche ich nicht. So. Rest kann ich mitnehmen. Noch kurz zur Burg. Wenn ich einmal darf. So. Aha. Tab muss ich gedrückt bleiben. Ich mache einen Cut. Bis dahin und tschüss.